Also hier ist auf jeden Fall ein dicker Cleave hier drin. Ich finde, stinkt und Taliban Müll, es sollte Epics als Belohnung geben, ja. Okay, die tappen auf jeden Fall noch nicht das Ding. Ich werde hier mal drin stealthen, dann gehe ich nochmal neu rein. Stealth, stealth, stealth. Sehr gut. So. Da ist ein Lümmelschurke. Weed X. Eine werde ich hier zappen. Ich weiß, wo ist. Wasser. Und dann werde ich ihn gleich ambushen. Boah, der. Hey, Mage Healer. Nevermind. Ich mach den Mage Healer weg. Hup. Bitte kein Heartbeat, bitte kein Heartbeat. Sehr gut. Hup. Blind. Jetzt wäre ich gern Zwerg. Welchen Zwerg will, könnte ich ihn Blind wegmachen mit. Mit hier. Der Volksfähigkeit. Aber ich habe einen Feuernovator mit drauf. Wir haben gewonnen. Sehr nice. Irgendwo ist hier noch der Schurke. Aber wenn der mich weiter zappt, ist sehr gut, weil dann kann mein Team das Ding einnehmen. Wunderbar. Okay, 3-2. Da ist der Lümmel. Das ist nicht so wild. Ich kann aber vanishen, bevor ich eine Blutung habe. Wunderbar. Ja, das ist ein Priester, oder? Aua. Ich nehme mal den Heini mit. Okay. Wo hatten wir den Priester? Ah, da sind halt schon viele. Ich würde gerne auf irgendwas gehen, was so ein bisschen One-Shot-mäßig stirbt. Wie den hier. Sehr gut. Dann haben wir den hier noch. War ein wunderschön. Ah, ich habe viel zu wenig Crit, habe ich das Gefühl, muss ich sagen. Der ist Dispersion gegangen. Der wird nicht geblindet, weil ich habe gemisst. Ich muss weg vom Schurken. Komm mal hier rüber. Aber haben die Base. Sehr gut. Ich habe einen Dot drauf. Jetzt kann ich nicht mehr restaten, leider. Obwohl, 6 Sekunden. Wenn ich jetzt chill. Ich chill hier mal ein bisschen. Den vielleicht nochmal canceln. Nein, ich komme nicht ran. Oh, der Chainlighting hat es gecancelt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Chainlighting canceling. Stun kann ich noch raufwerfen. Jo. Irgendjemand muss den aufhalten. Bitte. Er hat es hinbekommen. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Okay, Blacksmith haben wir gedefft. Und jetzt haben wir einen Respawn. Jetzt aber sowieso. Sollte sowieso funktionieren jetzt. Lumbermill wird auch gekämpft, oder? Ne, Lumbermill wird nicht gekämpft, nur Blacksmith gerade. Aber wir haben noch 10 Sekunden. Und das gewinnen wir, glaube ich, oder? Gewinnen wir das? Die Frage. Jo, wir haben es auf jeden Fall gedefft. Und jetzt wollen wir nochmal respawnen. Und eigentlich haben wir jetzt also so oft gerespawnt, das sollte funktionieren. Da ist ein Mage. Der steht. Cool. GG. Lumbermill 3. Ah, wir haben auch 3 Leute oben. Oh, warte. Lumbermill ist weg. Das ist nicht so geil. Es gehen aber Leute mit hoch. Sollte reichen, glaube ich. Irgendwo ist ein Zwergschurke hier. Den riech ich. Da ist er. Der ist dead. Ich hole mir den Priester hier. Mein aktueller Main ist mein Krieger. Der soll, denke ich, immer mein Main bleiben. Da kommt ein Krieger, ne? Ich da noch rannehmen. Irgendwie ein Pott oder sowas? Nee, ne? Leider nicht.
Aber wenn ich jetzt essen kann, kann ich es vielleicht überleben. Please, überlebe es. No. Ich finde es so hart, wie hoch diese Dots einfach ticken in diesem Game. Ah, 2, 3. Wir müssen wieder eine Base holen. So. Ein bisschen split alle gerade. Hm? Ja, wir müssen fighten gehen, wir brauchen Ehre. Noch 20.000 brauchen wir. Komme ich da rüber? Nee. Der geht alleine hinten. Alter, der beste Call wäre Lumbermill, oder? Mitzunehmen. Oder sehe ich das falsch? Aber Lumbermill sieht irgendwie am besten aus gerade. Weil bringt einem Ehre, machst du deinen PvP-Rang mit hoch. Mit einem hohen PvP-Rang kannst du die Items für Gold kaufen. So. Können wir den hier vielleicht? Der rennt weg. Ja. Stable Ziegen ist nicht der beste Play. Bei den jeweiligen für. Ne, BG-Fraktion, Ruf ist nochmal was anderes. Das ist das Rufsystem. Weil ich meine, es ist wirklich das PvP-Ehre-System. Das meine ich. Der rennt einfach immer weg. Hm. Geht immer stealth. Also Ehre und Ruf ist was anderes. Hm, hallo Balk. Ich glaube, ich habe mal ein Video gemacht. Warte mal. Ich glaube, ich habe dazu mal ein Video gemacht. Kleinen Moment, ich such's mal kurz raus. Ich habe das mal in einem Video genau erklärt, was was ist und wie ihr die Sachen bekommt. Da. Was ist ein PvP-Rang? Was ist Ehre? Welchen Loot lohnt sich das? Das ist der hier. Den habe ich dir mal gelinkt im Chat. Da habe ich es nochmal genau erklärt. Ist ein bisschen verwirrend, ne? Deswegen, da macht es mehr Sinn. Und hallo Altonic. Hallo. Gerne, gerne. Nur Problem. Ist super verwirrend, weil es gibt diese Ruffraktionen, es gibt den PvP-Rang und alles ein bisschen durcheinander. Und jetzt gehen sie Goldmine. Das sieht aber solide aus, oder? Okay, der geht darüber, genau wie der hier, diesen Rogue. Da schon bis der Elf. Okay, was macht der? Irgendwie ist der Mage weird. Der geht jetzt irgendwie da komplett rüber. Ich meine, Blacksmith haben wir. Das passt. Der ist da. Kriegt der Blacksmith gedefft? Ich hoffe mal. Ja, sehr gut. Und Farm kriegen wir auch gedefft. Ich bleib mal hier so ein bisschen in der Mitte. Dann kann ich immer hoppen. Ja, ich kann da hochgehen oder da runtergehen. Das machen wir. Ah, eine Katze. Das war nicht der Play. Ich wollte eigentlich nur hier kurz chillen. Kurze Frage. Macht es Sinn, dass Priest Macht des Willens mitzuskillen im Dizzy bauen? Webdo?
Ich muss Sie enttäuschen, ich bin... Also Priester ist die Klasse, von der ich am wenigsten Ahnung habe. Das ist das hier, ne? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde behaupten, wenn du nur auf Heilung gehst, also nur auf Heilung, wahrscheinlich nicht. Obwohl, Spell Damage... Ist der Spell Damage auch Ethyl? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Tut mir sehr leid. Da bin ich komplett raus. Da ist die Frage. Skillt mal mit rein, okay. Am besten muss der Chat dir helfen. Weil Priester bin ich komplett... Das ist die Klasse, die ich gar nicht kann. Man nimmt es 4 von 5 mit, okay. Weiß hier. Ein Disc geht voll Spell Damage, alles klar. Ich bin da leider komplett raus, was das angeht. Ah, hier ist noch ein Druide. Ah, wir haben guten Ink. Bis dann. Komme ich hier noch raus? Ich freue mich so auf mein Trinket, ne? Wenn ich Stunts und so entfernen kann. Mein dieste Tee ist weggegangen. Wunderbar. Kauft doch irgendjemand Eier? Weiß es jemand? Wofür braucht man das Ding nochmal? Kräutergebackenes Ei. Das ist für eine Questreihe oder so, ne? Okay, wir haben Lumbermill eingenommen. Sehr gut. Also zumindest erstmal reingetappt. Oder mal Big Ink jetzt. Ich muss leider hier bleiben, ne? Wenn ich jetzt gehe, ist das Ding hier weg. Ein Druide und ein Feral. Eine Versorgungskiste braucht die Eier, okay. Event Quest. Alles klar. Na, wir kriegen das leider nicht getaggt oben. RIP. Ich gehe danach mit mal in Sahara rein. Ich muss das gucken. Viel zu viele Leute, die kommen. Sehr gut. Dann nur die Zweierbase, ne? Wir brauchen leider Nummer 3. Auch das Chicken hier, sehr gut. Wunderbar. Die pushen darüber. Guck mal, Farm wird auch getaggt. Oh, oh. Gerade zerfliegt unser Win hier. Würdest du noch Fullprot gehen? Ich war letzte Woche Fullprot drinne. Ich würde gehen Furyprot. Ja. Und ich würde für die letzten Level, für die letzten zwei Boss einfach ein Schild anziehen. Mit Devastate. Fertig. Frisch Level 40 geworden, wie kriege ich jetzt schnell Gold fürs Mount? Questen. Tatsächlich. Ich würde weiter Quest machen einfach. Also da kriegst du schnell Raw Gold. Ne? Deswegen.
Ich glaube, wir müssen aber weiter da bleiben. In der Mitte. Moin Spaten, einen wunderschönen. Hallo, hallo. Liest du mal Fury-Prot, einfach Fury-Warrior. Und dann ziehst du aber ein Schild an manchmal und gehst Death-Stance. Also Schild für die dicken Bosse, letzten zwei. Ne? Den Rest machst du Dual-Wield. Ich glaube nicht, dass sie die kriegen hier unten. Kann man Blutrausch und Deathstance einsetzen? Natürlich. Hey, hallo Bierduder. Einen wunderschönen. Natürlich kannst du das. Irgendwie sind wir immer zu spät, habe ich das Gefühl. Ich brauche unbedingt einen Mount. Eagle, danke für den Follow. Einen wunderschönen. Hallo, hallo. So, ich habe leider nur noch kalten Kaffee hier. RIP. So, haben wir denn danach 5 Magen am Mann? Hallo Egel auch im Chat. Einen wunderschönen. Hallo, hallo. Das Gute ist, wir kriegen trotzdem ganz gut Ehre. Ich meine, 27k haben wir mittlerweile. Um 12 machen wir das Event wieder, ne? Schlingendontal. Ich brauche dringend die Schuhe mit dem Krieger. Das wäre ganz gut. Obwohl die Frage ist, machen wir das vielleicht mit dem Rogue lieber? Vom Event, ich brauche immer was, ja. Mir fehlen die beiden Mounts, mir fehlen die... Der Ruf fehlt mir. Ehrlich gesagt, fehlt mir sehr, sehr viel. Nein, ich wollte doch gerade... Restave. Aua. Aua. Bitte lassen Sie es. Also für Ehrfürchte brauchst du, glaube ich, über 200 Silbermarken. Ne? Also mit den ganzen Items und so. Das sind 20.000 Kills. Da läuft das Event eine Menge. Eine ganze Menge. Ich weiß nur nicht, ob ich es mit dem Schurken nachher mache. Weil eigentlich will ich ja... Ich brauche eigentlich respektvoll auf den Krieger. Ziemlich dringend. Obwohl, wenn ich doch Tank Yuri Prot gehe, dann brauche ich es eigentlich nicht. Mal sehen. Müssen wir mal gucken. Das ist dieser. Der hat sich einfach ge-One-Shot-Healed. Ich finde es so insane. Dieser Heal ist schon big, ey. So, wir gehen mal rüber. Ehrfürchtig kannst du dir 60 Items später holen. Du kannst es ehrfürchtig machen, ja. Genau. Aber glaub mir, wenn du das jetzt nicht machst, ja, dann bereust du das. Genau wie die ganzen Leute, die rumweinen, dass sie keinen Warzone-Ruf haben. Weil sie erste Phase den Warzone-Ruf nicht gefarmt haben. Und jetzt ganze Zeit sagen, der Warzone-Ruf sollte einfacher werden, weil sie keine BGs machen wollen. Deswegen würde ich es einfach jetzt mitnehmen. Ja, hallo Chefchen. Der Rhinehof, gut. Wir brauchen noch ungefähr 18.000. Ungefähr 18k. Dann haben wir es.
Genau, aber von respektvoll bis ehrfürchtig hat auch damals eine Weile gedauert. Nee, Gnomeringe habe ich nichts bekommen. Bisher. Genau, ich denke, circa 10 Wochen wird es gehen. P2. Ich denke, ungefähr 10 Wochen und dann kommt irgendwann P3 raus. Ne? Na, aber ich meine, das ist ein Ruf von einem Battleground. Also wieso solltest du das Battleground nicht spielen müssen? Weißt du? Und wenn du das Battleground nicht spielen willst, dann tu's nicht. So einfach. Easy going. Die einfachste Lösung. Nicht das BG spielen, wenn du keinen Bock drauf hast. Naja, Classic ist halt ein Grind-Game. Glaube, das wird kein Win werden. 100 Punkte noch. Den nehmen wir mit. Sehr gut. Irgendwie spielen hier richtig viele Envenom einfach im BG. Aber ich glaube, das ist der PvE-Spec, oder? Mit hier Old Blood Envenom. Kann das sein? Und der Wolf. Ist er darüber gesprungen? Ich glaube ja. Hallo. GG's, den nehmen wir noch mit.